Heute ist eine ganz besondere Folge. Leute denken wahrscheinlich, wir sind jetzt völlig durchgedreht. Sind wir auch. Zum ersten Mal gelingt mir kein Übergang von Vampiren zu Fantasy. Fantasie. Schlagerplanet Radio. Die Schlagerköche. Julian und Annika kochen mein Rezept nach. Und zwar ist das was ganz Saftiges und Schmackhaftes. Zwei Finger dick Kammfleisch. Guten Appetit. Fleisch, blutiges Fleisch. Die eine Hälfte von Fantasy. Ne? Wir wollen jetzt nicht, dass die Fans hier sagen, da war doch nur einer. Uns hat leider nur Martin besucht. Der andere war krank. Freddy reichen wir nach. Oder gebissen. Ich habe mir die hübscheste Bordsteinschwalbe ausgesucht, die es gab, für den Preis. Oh, vielen lieben Dank, für teuren, opulenten Preis. Jetzt kommen wir zur Produktvorstellung. Ja. Los geht's. Kommen wir zum Fleisch. Das mag der Martin ja sehr und da wir es ja panieren müssen, natürlich Eier und Paniermehl brauchen wir. Und Martin isst ja nie Kohlenhydrate, nie, ja, weil er abnehmen will und er hat ja richtig viel abgenommen. Und deswegen gibt es dazu Tomaten, Gurke und Feta-Käse. Also damit auch ja keine Kohlenhydrate sich in dieses Gericht verirren. Verrückt. Also ich bereite mal hier die Panade vor, das heißt ich schlage die Eier im Teller auf. Verquerle die. Kannst du mal den Feta-Käse mir bitte kurz aufmachen? Natürlich. Wird dein Nagel sonst abbrechen? Nee, ich kriege es. Ist einfach, bist schwach. Ich bin zu rutschig und zu schwach. Bist du schon ausgesaugt? Ich habe schon vorher kein Blut. Gut, wir müssen ja verraten, warum wir so aussehen, weil wir es uns gewünscht haben. Ganz tief drinnen sind wir nämlich eigentlich Geschöpfe der Nacht. Na, und wegen dem Namen Fantasy hat es ja auch ein bisschen gepasst. Ja, außerdem kommen Martin und Freddy ja aus östlicheren Gefilden ursprünglich. Ja. Kroatien. Und da liegt ja quasi Transsilvanien irgendwo. Kroatien und Polen, ja, stimmt. Korrekt. Und ich wollte ja Musical studieren wegen Tanz der Vampire. Mein absolutes Lieblingsmusical, ja. Totale Finsternis, ein Meer von Gefühl. Und du sollst eigentlich das Fleisch panieren. Wir gucken ja auf Vampirserien. Das entspricht uns auch. Ich bin ja neidisch auf die Gabe, dass man Leuten in die Augen schaut und denen ja dann sämtliche Dinge nehmen darf. Das wäre so von Vorteil. Du hast mich nie... Es klappt nicht. Du vergisst, was du hier gesehen hast. Das ist doch toll. Darum beneiden wir doch die Vampire sehr. Ja. Wie schön wäre das, Leuten einfach zu sagen, hau ab, du hast mich nie gesehen. Und dann geht derjenige. Hau ab, du Affe. Hau ab, du Affe. Richtig. Ich hätte fertig paniert fürs Erste. Darfst du jetzt brutzeln? Ich werde zur Fledermaus und begebe mich an den Herd. Oh, flieg davon. Zauberei. Öl in die Pfanne, und zwar ordentlich diesmal. Ich schäle jetzt hier noch Gurken mit einem großen Messer. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass mein Finger bald ab ist. Das ist schön, aber du musst bitte trotzdem schnell zur Mikrowelle, weil es hat geblinkt, falls du... Nur Stress. Bitte nicht vergessen, vorher Salz und Pfeffer. Und wenn das natürlich dann gebraten ist, ich persönlich schneide immer an der Seite mal einen kurzen Schnitt und dann erkenne ich, ob das Fleisch durch ist. Hast du gehört? Vorher salzen? Natürlich habe ich es gehört. Und anschneiden schräg. Gut, dass du das gerade gesagt hat. Nee, ich habe nämlich noch nicht gesalzen, nicht gepfeffert. Dann, it's your turn. Ich gehe zurück zum Gemüse. Und los geht's. Oh, jetzt bin ich sehr gespannt. Die erste Runde Panade ist durch. Das heißt, ich lege es wieder ins Ei. Ich mache jetzt Trick 17. Ich würze einfach die Panade. Fängst du jetzt schon an zu betrügen? Geht Schlag auf Schlag, geht das hier drüben. Wie läuft's bei dir? Auch. Jetzt fängt die Doppelpanierung an. Alles klar. Wir können es natürlich auch trippel panieren, wie du möchtest. Doppelt, 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 doppelt. So viel Panade wie möglich. Nur ein bisschen schwarz wird's vielleicht, wenn man nicht aufpasst. Du weißt, dass das krebserregend ist. Da schneide ich die Tomaten und mache immer alles hier nach Gesundheit und du verbrennst das Fleisch. Das ist korrekt, aber warum? Weil die Pfanne so heiß ist? Es muss einfach noch mehr Öl in die Pfanne. Weil sobald nämlich das Öl weg ist, brennt das Fleisch ab. Gehst du nochmal, während ich hier... Während du verkostest und schneidest? Und aufgrund dessen, dass natürlich dieser Schnitzel dann etwas fettiger ausfällt, ist es an diesem Tag auch ganz egal. Dazu trinkt man auch gerne ein Glas Cola. Ja, der Martin und seine Cola. Ich hätte es eigentlich auch erahnen können. Er trinkt doch immer gerne Cola. Cola zu Schwein und Salat. Na gut. Ja. Eigentlich trinkt er ja Cola, sonst, das verrate ich jetzt nicht, sonst werde ich wieder angemeiert, weil ich Geheimnisse verrate. Aber er trinkt gerne Cola. Mit anderen Ingredienzien. Mit anderen Inhalten eigentlich. Ich verstehe. Mit dieser kleinen Fantasie verabschieden wir Schlagerköche uns in die Sommerpause. Denn wir brauchen neue Ideen, ja, um so kreativ zu sein. Jetzt sind wir eigentlich auch fast schon am Höhepunkt angekommen, müssen wir sagen, oder? Was kann jetzt noch kommen? Ja, nichts mehr. Nackt.
Vielen Dank an Martin von Fantasy. Ja, teilt all die Videos, die ihr bisher gesehen habt, mit all euren Freunden. Ja, macht es über den Sommer euch ein bisschen schön, hocht alles ja, nach. Komm, wir essen jetzt. Und dann hoffen wir, sehen wir uns ganz bald wieder. Ciao. Bis dann. Ah, hum, hum, hum.